Wir beginnen im Kapitel 1 mit den Grundlagen der Vektoranalysis und stellen uns zunächst die Frage, was sind Skalare, was sind Vektoren, was sind Tensoren? Ich möchte jetzt hier zunächst einmal eine vorläufige Definition geben, was man unter Vektoren versteht. Beispiele für Skalare aus der Physik wäre, eine skalare Größe ist zum Beispiel die Temperatur, oder die Ladung oder auch zum Beispiel der Betrag einer Geschwindigkeit. Das wären alles skalare Größen. Sind dadurch gekennzeichnet, dass man nur eine einzige Zahl braucht, um den Wert dieser physikalischen Größe anzugeben. Ein Vektor hingegen, beim Vektor, zum Beispiel Geschwindigkeit, ein Vektor ist eben gekennzeichnet durch einen Betrag und eine Richtung. Ja, Geschwindigkeit Vektor V oder elektrisches Feld hat ebenfalls eine Richtung. Also um in einem bestimmten Koordinatensystem eine Geschwindigkeit vollständig zu geben, brauchen wir also nicht reicht eine Zahl nicht aus, brauchen wir so drei Zahlen. Was ist dann ein Tensor? Ganz allgemein könnte man auch sagen, ein Skalar ist ein sogenannter Tensor nullter Stufe. Ein Vektor ist ein Tensor erster Stufe. Und Tensoren können dann im Prinzip, damit meint man dann im Allgemeinen Tensoren höherer Stufe, also Tensor n-ter Stufe. Was wäre ein Beispiel für einen Tensor zweiter Stufe? Ja? Beispiel aus der Elektrizitätslehre: Ohmsches Gesetz in Form Stromdichte ist gleich Leitfähigkeit mal elektrischen Feld. Dann ist sowohl die linke Seite hier ein Vektor, nämlich die Stromdichte, ist gekennzeichnet durch eine Richtung und einen Betrag, genauso das elektrische Feld. Und die Größe und die Proportionalitätskonstante hier ist dann ein sogenannter Tensor zweiter Stufe. Man schreibt es entweder hier in dem Skriptum, verwende ich einen Doppelpfeil, um so einen Tensor anzugeben. Wenn man in ein Koordinatensystem geht, dann hätte ich die Stromdichte, wir hätten dann einen Index. Ja, wir sind also in R3, das heißt, wir brauchen drei Koordinaten, 1, 2, 3. Genauso gut haben wir hier das elektrische Feld, drei Koordinaten. Und ein Tensor zweiter Stufe bekommt dann zwei Indizes, ja? I, J, wobei wir hier noch über J summieren müssen. Also leicht merken, so ein Tensor zweiter Stufe über R3 wäre dann eine 3 mal 3 Matrix. Ja? Also Tensor zweiter Stufe, zwei Indizes. Es gibt dann auch noch Tensoren höherer Stufe. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ein Beispiel wäre aus der Elastizitätslehre. Sie kennen alle das Hooke'sche Gesetz. Kraft ist gleich Federkonstante mal Auslenkung. Wenn man das verallgemeinert auf ein Kristall, dann hätte man anstelle der Kraft steht dann die Spannung. Und die Spannung ist ein, das darf man es nicht verwechseln mit diesem Sigma hier. Die Spannung wäre auch das Symbol Sigma, Tensor zweiter Stufe. Und die ist proportional zum Dehnungstensor, den man als Epsilon oft bezeichnet. Und die Proportionalitätskonstante ist dann ein Tensor vierter Stufe. Also vier Indizes. Und diese Proportionalitätskonstante, die nennt man dann den Elastizitätstensor, der eben, wie gesagt, ein Tensor vierter Stufe darstellt.
Wir merken uns skalare Größen sind Größen, die wo ich nur eine einzige Zahl brauche, um diese Größe auszudrücken. Vektoren brauche ich drei Zahlen in R3 und Tensoren höherer Stufe brauche ich dann entsprechend hier zum Beispiel 3 mal 3 Zahlen, also 9 Zahlen. Hier wären es ebenfalls 3 mal 3 Zahlen und ein Tensor vierter Stufe wird er dann entsprechend 3 hoch 4 Koeffizienten, die man hier braucht, um diesen Tensor eindeutig angeben zu können. Gut, wir versuchen uns zunächst einmal mit einer etwas vorläufigen Definition ein bisschen genauer, was man dann Vektor versteht. Dazu schauen wir uns die Definition aus dem Skriptum hier an. Also, wie gesagt, vorläufige Definition eines Vektors in R3. Also ich beschränke mich jetzt hier in dieser Vorlesung nur auf den dreidimensionalen Raum R3. Und wir definieren einmal so einen Vektor als eine orientierte Strecke zwischen zwei Punkten P und Q. Ja, also wir haben also hier, skizzieren wir das einmal, wir haben also hier ein Koordinatensystem, ein rechtwinkeliges Koordinatensystem. Das werden wir in dieser Vorlesung sehr oft zeichnen. Koordinaten Achsen 1, 2, 3, also x, y, z Achse sozusagen. Und hier gibt es dann irgendwo P und einen Punkt Q. Und die orientierte Strecke jetzt hier zwischen diesen beiden Punkten, das bezeichnen wir als Vektor. Ja, wir haben also einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt und eine Orientierung in die dieser Vektor zeigt. Was in dem Zusammenhang schon einmal wichtig ist, wir brauchen natürlich jetzt mal drei Zahlen, um diesen Vektor anzugeben, ja, weil wir in R3 uns befinden. Und wir müssen jetzt gleich einmal unterscheiden zwischen dem Namen eines Vektors im Gegensatz zur Darstellung des Vektors. Was meine ich damit? Einen Namen eines Vektors, den könnte man zum Beispiel mit Groß A bezeichnen. Damit meine ich diese symbolische Darstellung. Üblicherweise ein lateinischer Buchstabe, Klein- oder Großbuchstabe, mit einem Vektorpfeil darüber. Zum Unterschied davon, die Darstellung des Vektors, dazu braucht man ein konkretes Koordinatensystem. Das sind in dem Fall, wenn ich mich in R3 befinde, ein Vektor in R3, dann sind es drei Zahlen, die kriegen einen Index 1, 2, 3. Also das gleiche Symbol, aber ohne Vektorpfeil, dafür mit den Indizes 1, 2 oder 3. Ja, man kann sozusagen auch, wenn man den Übergang macht, symbolischen Form des Vektors, die ich in meinem Skriptum immer mit einem Vektorpfeil darüber bezeichne. Sie finden in vielen Büchern auch als Symbol für Vektoren fett geschriebene Symbole. Ja. In meinem Skriptum verwende ich aber jeweils immer den Vektorpfeil. Um den Übergang zu schaffen, jetzt von dem Vektor zur symbolischen Form des Vektors zur Darstellung, kann man auch ist auch diese Schreibweise hier gebräuchlich. Man sagt, mit diesen geschwungenen Klammern deutet man an die i-te Koordinate des Vektors a, hat dann die a, i, wobei i eben die Werte 1, 2 oder 3 annehmen kann. Ja, um das jetzt ein wenig deutlicher zu machen, diese Unterscheidung zwischen dem Namen eines Vektors und seiner Darstellung, schauen wir uns noch folgende Skizze aus dem Skript. Die hier kopiere ich auch hier rüber.
Genau, und zwar haben wir jetzt hier einen Vektor dargestellt, also in dem Fall hier rot, dieser rote Vektor. Und dieser Vektor, der ein und derselbe Vektor, kann jetzt unterschiedliche Darstellungen haben. Ja? Und zwar, das wäre ein Koordinatensystem beschrieben durch die drei Achsen 1, 2, 3. Und wir nehmen an, dass wir hier immer rechtwinkeliges Koordinatensystem haben. Also hier jeweils rechter Winkel. Und da kann ich sagen, dieser Vektor a habe in diesem ungestrichenen Koordinatensystem die Koordinaten a, k. Ja, diesen Index kann ich natürlich i, j, k wie immer bezeichnen. Ja, k nimmt wieder die Werte 1, 2, 3 an. Und ein und derselbe Vektor, also der gleiche rote Vektor hier, hat aber eine andere Darstellung in einem anderen Koordinatensystem. Und das schreibt man dann so, dieser Vektor a hat dann in dem gestrichenen Koordinatensystem die Koordinaten a, k, Strich. Und diese Darstellungszahlen a1, a2, a3 und a1 Strich, a2 Strich und a3 Strich, die werden sich natürlich unterscheiden, sofern diese beiden Koordinatensysteme nicht deckungsgleich sind. Ja? Gut, also die wichtige Unterscheidung zwischen dem Namen, der symbolischen Darstellung eines Vektors und seiner Darstellung im Koordinatensystem. Der nächste wichtige Begriff, der uns beschäftigen wird, ist der Betrag bzw. der Norm eines Vektors. Sie kennen das natürlich schon aus der linearen Algebra. Ich wiederhole es hier noch einmal. Und zwar bezeichnet man darum, versteht man darunter natürlich die Länge eines Vektors. Ja? Wie berechnen wir die Länge des Vektors? Also zunächst einmal, wie notieren wir das, die Länge des Vektors? Also a, wie gesagt, mit dem Vektorpfeil drüber ist ein Vektor. Den Betrag deutet man eben durch die beiden senkrechten Striche an, beziehungsweise können wir verkürzt auch schreiben, wenn wir das Symbol ohne Vektorpfeil schreiben und ohne Index, dann meinen wir damit den Betrag des Vektors. Ja? Wir berechnen die Länge des Vektors, indem wir nach der euklidischen Norm a1 Quadrat plus a2 Quadrat plus a3 Quadrat bilden und die Wurzel daraus ziehen. Ja, wenn wir uns die Skizze hier noch einmal anschauen, offenbar hat ja die Länge des Vektors hier nichts damit zu tun, in welchem Koordinatensystem ich ihn darstelle. Das heißt, es muss gelten, dass ich die Länge des Vektors genauso gut auch mit den Darstellungszahlen im gestrichenen System berechnen könnte. Es muss also gelten, dass die Länge des Vektors auch im gestrichenen Koordinatensystem ganz ident sein muss. Ja. In dem Zusammenhang, das werden wir jetzt hier sehr häufig verwenden, ist eine Schreibweise, die auf Einstein zurückgeht, sehr gebräuchlich und sehr vereinfacht uns die Notation gewaltig. Und zwar ist das die, was habe ich jetzt geschrieben, die Einsteinsche, sogenannte Einsteinsche Summenkonvention. Die werden wir jetzt in Zukunft verwenden. Und zwar, wir können ja hier, wenn wir uns einmal die Berechnung des Betrags anschauen, oder schauen wir uns mal das Quadrat an, dann lassen wir also hier die Wurzel weg. Dann kann ich hier dieses Betragsquadrat a1 Quadrat plus a2 Quadrat plus a3 Quadrat kann ich hier schreiben als Summe i gleich 1 bis 3
Quadrat. Und auf Einstein geht jetzt zurück die folgende Konvention, dass man dieses Summensymbol hier auch weglassen kann. Allerdings darf man da nicht mehr AI Quadrat schreiben, sondern die Konvention besagt nämlich Folgendes, dass in einem Produkt, in dem ein Index doppelt vorkommt, so wie hier, I kommt hier doppelt vor, dann wird hier summiert über die Index I von 1 bis 3. Ja, das ist also hier die Konvention. Wenn in einem Produkt ein Index doppelt vorkommt, dann wird darüber summiert, über diesen Index. Wie gesagt, ist diese Schreibweise sehr praktisch. Man muss nur ein wenig aufpassen, was man zum Beispiel nicht machen darf. Also ihr könnt jetzt hier zum Beispiel sagen, das Betragsquadrat dieses Vektors a ist, wie gesagt, ai, ai. Wie ich diesen Index benenne, diesen Summenindex, das bleibt mir überlassen. Das ist, ja, da kann ich genauso gut aj, aj oder ak, ak nennen. Was ich nicht machen darf, laut dieser Konvention, das darf ich nicht, das gilt nicht, ja? Das schreiben wir gleich durch. Warum nicht? Weil es widerspricht eben dieser Konvention, ja? Dass nämlich hier, dass ich ein Produkt stehen haben muss, in dem ein Index zweimal vorkommt. Und hier habe ich ja kein Produkt, sondern das Quadrat. Also diese Schreibweise wäre nicht eindeutig und deswegen ist die, entspricht hier nicht dieser Summenkonvention. Gut, auf diese Einsteinsche Konvention werden wir also sehr oft zurückkommen. Wir uns jetzt hier dem Skalarprodukt zuwenden, das also sehr wichtig ist. Noch einfache Rechenregeln für Vektoren. Ja, wir sind das also jetzt hier in dem Kapitel 1.1.2, wer im Skriptum nachlesen möchte, rechnen mit Vektoren. Was meine ich damit? Wie bildet man die Summe Differenz von Vektoren? Das erzähle ich Ihnen nichts Neues. Wenn ich zum Beispiel die Summe zwei Vektoren bilden möchte, a plus b. Ja, das ist ja eine, wir fassen das hier als symbolische Gleichung auf. Da muss ich mir überlegen, was verstehe ich eigentlich unter dieser Summe von diesen beiden Symbolen A-Vektor, B-Vektor. Dann definiert man das folgendermaßen, dass man sagt, okay, die Kate-Komponente von dieser Summe in einem Koordinatensystem 1, 2, 3 definiere ich als Summe der Koordinaten der Vektoren. Also, ja, also A ist der Vektor, der Name des Vektors in symbolischer Form und AK wird die Koordinate des Vektors. Das gleiche kann natürlich auch für die Differenz zwei Vektoren so machen. Ja. Und auf die gleiche Art und Weise kann ich mir auch überlegen, was verstehe ich unter dem Produkt eines Vektors mit einem Skalar. Also Lambda wäre jetzt eine reelle Zahl, ein Skalar. Und A wäre ein Vektor. Wie berechnet man das Skalarprodukt? Ah, Entschuldigung, das Skalar mit einem Vektor. Die Karte kommt, das wird wieder ein Vektor ergeben. Ja, und die Karte-Komponente dieses Vektors ist definiert als Lambda mal AK. Und genau auf die Art und Weise können wir uns auch überlegen, was versteht man jetzt unter dem, wie berechnet es hier eine Summe von A plus B mit einem dritten Vektor, ja, dass man hier gilt dann das Assoziativgesetz, das heißt, ich kann natürlich sagen, das ist A plus Klammer B plus C, ja, indem ich wieder diese Definition anwende, Assoziativgesetz für diese reellen Zahlen A und K verwende.
verwende. Gut, sehr wichtig ist jetzt das nächste Kapitel, nämlich das Skalarprodukt zweier Vektoren. Dazu schauen wir uns am besten eine Skizze aus dem Skriptum an, die ich jetzt hier übernehmen möchte. Da haben wir sie. Und zwar, was hier dargestellt ist, sind zwei Vektoren a, b sowie die Verbindungslinie vom der Spitze des zweiten Vektors b mit der Spitze des Vektors a. Ja, man sieht sehr leicht, dass diese Verbindung wieder einen Vektor beschreibt, nämlich einen Vektor d, der gegeben ist aus a minus b. Wir können ja jetzt hier geometrisch die Vektorsumme bilden, wenn das also quasi ein Vektor b plus den Vektor d bilde. Die Vektoren hänge ich hier aneinander, dann muss das ja gleich sein, dem Vektor. Das sehe ich, wenn ich jetzt hier für d einsetze, a minus b, dann sehe ich, dass das hier, diese Klammer hier führe, dann steht hier b plus a minus b ist gleich a. Und das ist eine wahre Aussage. Ja, das heißt, wir haben also hier diesen Zusammenhang zwischen den Vektoren a, b und d, den wir in weiterer Folge verwenden wollen. Was hier noch eingezeichnet ist, ist hier der Winkel zwischen den beiden Vektoren a und b, den ich mit Theta bezeichnet habe. Was jetzt gilt, und das sollte bekannt sein aus der Schule noch, ist der Kosinussatz für Dreiecke. Der sagt nämlich, dass wenn ich so ein Dreieck habe mit einem Winkel Theta hier, dass die Länge der gegenüberliegenden Seite, d Quadrat, ja, und die Länge, wie gesagt, das ist also d Quadrat, wenn ich hier d Quadrat schreibe, dann ist das die Kurzschreibweise von Länge des Vektors d zum Quadrat. Ja? Also, d Quadrat, sagt jetzt der Kosinussatz, ist gleich a Quadrat plus b Quadrat minus 2 mal a mal b mal dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels Theta. Ja? A, b sind also jetzt hier die Längen der Vektoren a und b. Jetzt kann man aber hier die linke Seite dieser Gleichung kann ich genauso gut mit Hilfe dieses Zusammenhangs zwischen d und a und b berechnen. Das heißt, ich kann ja sagen, d Quadrat ist ja, wie haben wir gesagt, ist das Betragsquadrat des Vektors d. Und nach unserer einsteinschen Summenkonvention kann man das ja schreiben als di di. Und für di setze ich jetzt ein, di, also d ist ja a minus b, also ist di ist a i minus bi mal a i minus b. Jetzt halten wir mal kurz inne. Einsteinsche Summenkonvention haben wir gesagt, verwenden wir hier ja. In einem Produkt darf dieser Index zweimal auftauchen. Hier schaut einmal so aus, als ob das hier viermal auftaucht. Aber es ist nicht der Fall, weil hier ja eine Summe zunächst hier steht. Das sehe ich am besten, wenn ich jetzt hier diese Klammer mal ausmultipliziere. Was kommt dann da hier raus? AI mal AI. Ich darf jetzt hier nicht schreiben AI Quadrat. Das wäre falsch, ja, nach der einsteinschen Summe. Ich muss das mit AI hinschreiben.
Dann bekomme ich hier minus AI BI. Dann bekomme ich noch einmal minus BI AI, nachdem diese Zahlen, das hier einfach Zahlen sind, die kann ich kommutieren, das heißt zweimal diesen Ausdruck, und ich bekomme ein Plus BI BI. Schreiben wir es nochmal neu hin. Der Term hier, AI AI, das ist natürlich nichts anderes als das Be der Betrag des Vektors a zum Quadrat. Genauso gut hier, plus b Quadrat minus 2 AI BI. So, jetzt vergleichen wir die beiden Ausdrücke aus dem Cosinus-Satz und aus der vektorellen Betrachtung. Die müssen natürlich gleich sein. Und wenn man die durchs Gleichsetzen sieht, man hebt sich jetzt hier das a Quadrat raus und es bleibt hier stehen. Der linken Seite steht dann sozusagen minus 2ab mal Cosinus Theta und auf der rechten Seite minus 2ai bi. Beziehungsweise wenn ich die Gleichung noch mit minus durch minus 2 dividiere, steht dann hier, bleibt über ai bi ist gleich a mal b mal Cosinus Theta. Und diesen Ausdruck, der hier steht, auf der linken Seite, das ist ja, wenn man es ausschreibt, das ist ja a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. Das nennt man jetzt das Skalarprodukt. So definiert man das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren. Und aus dem Vergleich mit dem Cosinus-Satz wissen wir jetzt, schreiben wir es jetzt noch einmal an, nämlich das Skalarprodukt zwei Vektoren a mal b ist gleich a mal b mal Cosinus Theta. Ja, das wäre das Skalarprodukt. Wobei eben a mal b Skalar multipliziert, definiert ist als a i bi nach einsteinschen Summenkonvention oder wenn wir es ausführlich schreiben wollen, a1 b1 plus a2 b2 plus a b3. Warum heißt das Skalarprodukt? Wie der Name schon sagt, wenn ich das Skalarprodukt bilde, zwei Vektoren, erhalte ich einen Skalar. Warum weiß ich, dass das ein Skalar ist? Ja. Wenn wir uns die rechte Seite anschauen, a und b, die Längen der Vektoren sind skalare Größen. In jedem Koordinatensystem hat der Vektor a dieselbe Länge. Ja, wenn ich jetzt die Länge von a im gestrichenen oder im ungestrichenen anschaue, es ergibt sich der gleiche Wert. Das gleiche gilt natürlich für b. Auch die Länge des Vektors b im gestrichenen und im ungestrichenen Koordinatensystem den gleichen Wert. Und es gilt auch für den Winkel, den eingeschlossenen Winkel. Auch dieser ist der gleiche, egal in welchem orthogonalen Koordinatensystem ich diesen Winkel auch immer berechnen möchte. Ja, das heißt, wir können schon einmal sagen, das Skalarprodukt zweier Vektoren ist unabhängig davon, welche Darstellungszahlen ich verwende für a und b. Ich kann also die Darstellungszahlen in einem ungestrichenen Koordinatensystem verwenden, genauso wie die Darstellungszahlen in einem gestrichenen Koordinatensystem. Oder in einem Koordinatensystem, das ich hier mit zwei Strichen bezeichne. Und so weiter. Ja. Ob ich jetzt hier J oder K schreibe, ist auch egal, weil jetzt hier über diesen Index hier summiert wird. Und Summenindizes darf ich benennen, wie ich möchte. Wichtige Eigenschaften vom Skalarprodukt wären jetzt: Skalarprodukt ist kommutativ.
Also A mal B ist gleich B mal A. Das Skalarprodukt von A mit einer Summe zwei Vektoren B und C ist distributiv, das heißt, es gilt das Distributivgesetz A mal B plus A mal C. Was allerdings nicht gilt, ist das folgende Assoziativgesetz, würde also bedeuten, ich multipliziere A mit B mal C. Das ist also im Allgemeinen nicht gleich A mal B mal C. A-Produkt ist nicht assoziativ, nennt man das, ja. Warum gilt diese letzte Gleichung hier nicht? Schauen wir uns die Gleichung mal an. Hier steht ja, auf der linken Seite steht, der Vektor a multipliziert mit dem Skalarprodukt von b und c. Das heißt, diese Zahl hier, also dieses Skalarprodukt, ergibt einen Skalar. Den Skalar nenne ich zum Beispiel Lambda. So eine reelle Zahl zum Beispiel. Ja. Während auf der rechten Seite das Skalarprodukt von a und b gebildet wird. Es gibt auch einen Skalar, den ich μ Das heißt, auf der linken Seite steht dann der Skalar Lambda multipliziert mit dem Vektor a. Das heißt, geometrisch bedeutet ja die Multiplikation eines Skalars mit einem Vektor, dass man die Länge des Vektors a ändert, aber nicht seine Richtung. Während auf der rechten Seite der Skalar μ mit c multipliziert wird. Das heißt, es steht hier im Allgemeinen auf der linken und auf der rechten Seite stehen hier zwei Vektoren, die in unterschiedliche Richtungen schauen. Und das kann nicht gleich sein. A und c haben zufällig die Eigenschaft, dass sie in die gleiche Richtung schauen. Wenn man das über mal diese, was würde denn das jetzt hier bedeuten? Wenn man diese Gleichung in symbolischer Form, Entschuldigung, wenn man diese Gleichung, die hier in von der symbolischen Form in Koordinatenschreibweise übergeht, also ich gehe über von der symbolischen Gleichung in eine Darstellung im Koordinatensystem, dann müsste ich das wie folgt anschreiben. Steht hier auf der linken Seite hier ein Vektor mit der Koordinate i und das Skalarprodukt zwischen den beiden Vektoren kann ich schreiben als bk ck. Hier muss ich einen anderen Index wählen natürlich, wenn ich Einsteinsche Summenkonvention beachten möchte, weil es dürfte nicht vorkommen, dass ich hier, also das wäre eine ungültige Schreibweise, weil hier dreimal der gleiche Index vorkommt und nach Einstein ein Summenindex maximal zweimal vorkommen darf. Deshalb muss ich hier einen k zum Beispiel. Ja. Das wäre also die linke Seite. Die rechte Seite, das gilt immer noch nicht natürlich, ja, die rechte Seite wäre jetzt hier das Skalarprodukt zwischen den Vektoren a und b. Und der Vektor c hat die Koordinate c, i. Also hier muss man auch aufpassen, wenn ich mich einmal entscheide, ist eine Gleichung zwischen zwei Vektoren. Ja. Wenn ich mich einmal für einen Index hier entscheide, mit Namen i, dann muss der entsprechend der gleiche Index hier auf der rechten Seite auch vorkommen. Was ich tue, ich dürfte hier diesen Summenindex anders benennen. Ich könnte den zum Beispiel statt k
auch L bezeichnen. Ja? Das wäre eine gültige Schreibweise. Ändert aber nichts daran, dass die beiden Seiten trotzdem nicht gleich sind, ja? Weil eben das Assoziativgesetz nicht gilt für Vektoren. Gut, eine wichtige Eigenschaft aus dem Skalarprodukt, die Sie natürlich auch schon kennen, schreiben wir es noch einmal hin. A mal B ist gleich Betrag von A mal Betrag von B mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Also wann verschwindet das Skalarprodukt? Wann wird es 0? Ist gleich 0. Das ist äquivalent dazu, dass entweder a gleich 0, also die Länge des Vektors 0 ist, oder b gleich 0. Interessant ist der zweite Fall, dass nämlich der Kosinus verschwindet. Kosinus Theta gleich 0. Und das ist gleichbedeutend mit dem Fall, dass der Winkel Theta gleich pi halbe ist. Sagen wir plus minus pi halbe, ja, 3 pi halbe. Heißt nichts anderes, dass a dann normal steht auf b. Also wir merken uns das wichtige Ergebnis, das Skalarprodukt zwei Vektoren, das kennen Sie ja bereits, ist genau dann 0 oder verschwindet, wenn die beiden Vektoren normal aufeinander stehen.